Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ich bin's, euer Max Deus, und wir wollen hier noch ein bisschen unser Boot auffüllen mit Stickies und mit Baumstämmen. Weil unser Megaprojekt hier einiges quasi in der Einkaufsliste da. Da werden wir jetzt auch nicht nur bei den 613 Stickies bleiben, bedauerlicherweise. Der hier noch. Dann können wir jetzt auf die Kettensäge wieder. Ich hab da was gehört. Machen wir hier weiter. So, das müsste auch hoffentlich jetzt reichen. Wenn wir das Boot voll haben. Aber ich muss auch sagen, ich schwärme auch langsam schon für Raft. Weil ich da ein bisschen was vorhabe. Entschuldigung. Bin immer noch etwas leicht erkältet. Beziehungsweise Husten ist noch ein bisschen geblieben. Aber ansonsten eigentlich geht's relativ gut. Also nur der Husten, der ein bisschen geblieben ist, der ab und zu anfängt, ein bisschen was in den Hals zu kommen. Und dann, ja, kommt halt bedauerlicherweise hin und wieder mal so ein Huster raus. Wenn ich schaffe, rechtzeitig zu reagieren, dann versuche ich das auch immer hier stumm zu schalten. Wie es in diesem Fall jetzt leider nicht funktioniert hat. Hier. Und hier müssen wir noch ein bisschen was reinkriegen. Ja, hoffentlich habe ich nicht zu viel und auch nicht zu wenig jetzt an Baumstämmen darum liegen. Hier noch einer? Nö. Dachte ich gerade, aber. So. Eine Baumstimme mehr? Muss ich vielleicht noch einen Baum schlachten? Kommt, einen Baum brauche ich noch. Wie viel habe ich denn da schon drinne? Auch? Ein Baum gibt immer so um die 4 bis 5. So eventuell 2 Bäume sogar. Machen wir den und den hier. So, da ist die Axt. Nicht auf mich fallen. Ich hab schon wieder Hunger. Was geht denn das immer so schnell? So. Dann haben wir hier noch einen. Haben wir noch irgendwo einen rumliegen? Hier keinen mehr. Irgendwo runtergerutscht, ne? Dann bringen wir den mal weg. Und dann bleibt wohl nichts anderes über, als uns jetzt mal noch mal eine Schildkröte oder so zu gönnen.
Tag ist auch gleich schon um. Und Ausdauer ist auch schon wieder am Arsch. Der war auch ganz schön schnell hier, ey. Da kommen sie schon. Vertreter meiner Hauptspeise. So, den haben wir erwischt. Ja, geil. Wir schnappen uns aber erstmal unseren Wagen, fahren wieder zurück, machen dann in der Zeit den Herd an und schmeißen die Schildkröte mal drauf. Müssen dann aufpassen gleich. Der müsste jetzt auch schon fertig sein. Ja, perfekt. Das heißt, wir können jetzt wieder rüber und erstmal wieder aufbauen. Beziehungsweise, ich glaube, zuerst eher pennen gehen. Weil wenn wir drüben sind, ist es wahrscheinlich schon dunkel. Die Nacht angebrochen. Und wir wollen ja auch, dass die Bäume da hinten nachwachsen. Können aber auch wieder den hier ablegen und die hier wieder aufsetzen. Haben wir alle? Hier. Da sind wir wieder ein bisschen geschützter, weil wir frieren ja auch jetzt nicht mehr. Es sei denn, es fängt gleich wieder an zu regnen, dann und es dunkel ist. Dann wäre es problematisch. Aber wir müssen auch mal zusehen, dass wir von da nach darüber irgendwie auch mal eine Brücke bauen oder sowas. So, nur so als nur so aus Neugier. Hier gibt es ja so diese Plattform, die wir da oben auch benutzt hatten. Plattform. Könnten wir die? Ja, rein theoretisch könnten wir die auch hier bauen. Ist, wir könnten rein theoretisch auch. Und da nach darüber auch eine Brücke bauen. Irgendwie. Wenn wir die jetzt hier hin machen. 23 Baumstämme. Brauchen wir aber nicht. Warte, dann will ich jetzt noch mal ausprobieren. Eigenen Boden hatten wir wo? Hier. Eigenes Fundament. Nein!
Nimm das als Beispiel, so. Das jetzt nur, um zu testen, um zu lernen. Ja, das ist jetzt nichts, was jetzt fest bleibt. Nur um zu schauen, ob das auch funktioniert. Ob das dann auch funktioniert. Wenn wir jetzt sowas hier machen würden. So, Baumstämme wieder 300. Wenn wir jetzt 96 Baumstämme hätten und dann hier diese Plattform, die unter Wasser ist. Ach, komm. Könnten wir rein theoretisch hier mitten auf dem Ozean hier noch ein Gebäude bauen? Ich habe da schon eine Idee. Die werden wir aber nicht diese Folge hier so machen oder so. Sondern vielleicht irgendwie so in einer Woche oder in zwei Wochen in der Aufnahmesession. Erstmal hängen wir auch noch das Fleisch auf. Das ist jetzt das Wichtigste. Dann haben wir morgen auch noch was zu frühstücken. Und wir können noch nicht pennen. Ah, das ist super. Dann können wir hier schon mal die Stickies verteilen. Da oben. Die hier fertig. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt pennen können. Immer noch nicht. Ja, okay, dann können wir ja auch die Nacht dann über bauen. Jetzt ein bisschen doof, aber wenn wir später in der Nacht hier pennen gehen, dann haben wir eh die komplette Nacht hier schon verbraten. Und dann geht auch, machen wir auch irgendwo erst mittags oder so auf, statt morgens in der Früh. Dann haben wir auch den halben Tag verbraten. Komm, eben schnell was trinken. Und ab nach oben. Machen wir die Wand da oben auch noch fertig. Und sobald wir die fertig haben, können wir das Dach hier oben fertig machen. Und den, was wir hier drüber geplant haben, den Bauplan fertig gebaut haben. So, die Stickies muss ich auch noch hier verteilen. So, 7 Stickies habe ich noch auf Tasche. Was machen wir hier?
Ja, komm. So. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wollen wir dann hier und hier nach hierhin auch eine Überdachung machen? Und würde das auch gut aussehen, wenn wir das machen? Ich weiß es nicht. Ich würde gerne gleich mal ausprobieren, sobald wir das da fertig haben. Komm, so. Fangen wir mit. Ah, oder? Ja, machen wir so. Wir haben schon wieder Hunger, das heißt Essen. Hoffe, das Fleisch ist schon durch. Nee, noch nicht. Ja, das ist hier jetzt aber auch ein bisschen doof, dass meine Speisekammer eigentlich im Grunde so leer ist. Und hier muss ich ja auch noch so ein richtiges Esszimmer machen. Und hier vielleicht irgendwie sowas wie Teppich oder so. Würde geil aussehen, aber ich glaube, Teppiche gibt es hier nicht. Man sich hier ein bisschen wohler fühlen kann. Aber dann kann man stattdessen hier diese die Köpfe von den Tieren und so. Oder von den Ureinwohnern aufhängen. Und die Frage ist die. Die Kröte. Keine Ahnung, wie die hier hingekommen ist. Aber die gönnen wir uns. Wenn wir dann gleich oben auch noch aufhängen. Warte mal, hier haben wir jetzt. Wir haben hier aber jetzt keine Sticky. Ne? Wir könnten ja hier. Wo ist denn das? Hier die Kopftrophäe irgendwo hinbauen. Das Beispiel hier jetzt. Oder auch nicht. Aber hier als Beispiel. Oder hier irgendwo. Das gefällt mir nicht. Aber rein theoretisch könnten wir die jetzt dahin bauen. Und den dann jetzt hier irgendwo einfach hinhängen. Würde ich wirklich zu gerne machen. Aber ich glaube, in dieser Hütte hier wird sowas eher schwierig möglich, solange wir nicht die Brücke gebaut haben zur anderen Insel da, zur großen. Und erst auf der Brücke hätten wir dann die Möglichkeit. Ah, jetzt wird es wieder kalt. So, jedes einzelne Tier oder Mutantenkopf oder sowas einfach mal hier rüber zu schleppen.
Machen wir die beiden jetzt fertig. So, dann haben wir die Wand. Und die Wand haben wir gleich auf. Obwohl, das Dach könnten wir eigentlich schon machen. Ja. Wisst ihr was? Gehen wir das an. So. Wo haben wir das? Dächer, Dächer, Dächer. Eigenes Dach. Ja. Dann machen wir das. Machen wir das mal so. Fällt mir sogar so mehr. Ah. Der macht hier mit. Nice. Machen wir hier. Hoppla, falsche Taste. Dann machen wir hier einfach an der Ecke. Nicht so, wie ich das geplant hatte. Was ist? Digga, kann doch nicht sein. So funktioniert's. Okay. Ah, so geht auch in Ordnung. Mach mal hier und da auf. Hier in der Ecke und ein bisschen, ja, genau, optimal. Und dann können wir von da nach darüber planen. Und dann können wir auch die beiden Dächer hier fertig machen. Dann brauchen wir hier noch mal eigenes Dach. So, wie war denn das nochmal? Von dem, genau, nach hier und dann von dem nach da und dann von hier nach da und dann hier so, so und hier und dann ein kleines bisschen. Ja, so. Ja. Ist da auch nicht so ganz, wie ich das erhofft hatte, aber... Ja, kann man sagen. Würde trotzdem gut aussehen. Vor allem hier von innen würde man das gar nicht so wirklich mitbekommen. Sieht geil aus, finde ich. Ja, dann machen wir das da fertig. Beziehungsweise die hier bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Weil ich will ja den auch bis da hinten hin, an die Wand da Ecke liegen. Ich glaube, die hier nehmen wir noch mal raus. Dann warten wir eben mit der Wand, ne, mit der Decke hier. Oder wir fangen da hinten an. Wir fangen da hinten an.
Das heißt, wir müssen bis dahin hinlaufen, um darüber zu gehen. Super. Was tue ich mir da jetzt an? Aber egal, wir machen jetzt eben dann diese beiden Wände hier fertig. So. Rennen bis da hinten durch. Das können wir auch ausmachen. Ja, komm. Und den hier noch. Können aber auch so machen. So, dann erstmal noch schnell was essen. Ah, hier ist ja noch was fertig. Perfekt. Dann können wir die hier wieder anziehen. Weil ist ja jetzt nicht mehr kalt. Und einen Schluck trinken. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!